Darmkrebs ist einer der häufigsten Krebserkrankungen überhaupt. Also wenn wir beide Geschlechter nehmen, ist das die häufigste Krebserkrankung überhaupt. Das Gute ist, dass wir Darmkrebs frühzeitig erkennen können, auch sehr erfolgreich behandeln können. Und wir haben Vorsorgeprogramme. Das bedeutet, dass jeder versicherte Bundesbürger hat Anspruch auf Darmkrebsvorsorgeprogramm. Eine der einfachsten Möglichkeiten ist der Stuhltest auf das versteckte Blut. Was dieser Stuhltest kann, was er nicht kann, werde ich in diesem Video beantworten. Mein Name ist Dr. Eduard Carsten und herzlich willkommen bei mir in Wuppertal. So, Stuhltest auf verstecktes Blut, also immunologischer Stuhltest, das ist dieser Test, was heutzutage fast seit 2 Jahren verwendet wird, oder ein IFOP-Test. Wie funktioniert das? Also, wir wissen, dass die Tumore, auch die Polypen, sehr verletzliche Oberfläche haben. Auch die Gefäßstruktur ist da, die Gefäßwände sind sehr, sehr dünn, sehr verletzlich und die sehr leicht nachbluten können. Aber häufig, wenn sie irgendwo im Dickdarm liegen, sieht der Betroffene das Blut nicht, deswegen das Blut ist versteckt und schon früher hat man versucht, einem dieses Blut nachzuweisen. Und mit diesem neuen Test können wir das auch sehr, sehr gut machen. Also, das bedeutet, dass wir in diesem Test ein Protein testen, Globin, ja, das ist eigentlich sehr spezifisch für die Blutung aus dem Darm. Das bedeutet, wenn das irgendwo aus dem Magen, aus dem Mund irgendwo was geblutet hat, wenn Sie sich auf die Zunge etwas gebissen haben, dann wird das eigentlich schon abgebaut. Das ist so. Deswegen ist der Test viel, viel genauer als die alten GAIAC-basierte Tests. So, und wenn dieser Test positiv ist, spricht es, dass wir etwas Blut haben, was die Quelle irgendwo im Darm ist. Und das ist die logische Konsequenz, wenn der Stuhltest positiv ist, wird eine Darmspiegelung durchgeführt und wenn ein Polyp da ist, wird das natürlich entfernt. Und wenn ein Tumor da ist, wird eine Probe entnommen und in die Diagnostik eingeschickt. Das bedeutet, wir erkennen frühzeitig eine mögliche Erkrankung. Dann haben wir sehr, sehr gute Chancen, das zu heilen und die Vorstufen, also die sogenannten Polypen, werden dann entfernt. Hierzu finden Sie einige YouTube-Videos bei mir auf meinem Kanal. So, wer kann das machen? Es ist tatsächlich so, dass nahezu jeder Bundesbürger ab dem 50. Lebensjahr kann Anspruch nehmen. Also die Männer können im Prinzip von 50 bis 55 jedes Jahr diesen Test machen lassen oder sie nehmen in Anspruch eine Vorsorgespiegelung. Ab 55 wird das alle 2 Jahre gemacht. Bei Frauen ist das so, dass sie von 50 bis 55 auch einmal jährlich diesen Test machen können. Ab 55 haben sie eigentlich den Anspruch auf eine Vorsorge-Darmspiegelung oder jedes zweite Jahr dieses Stuhltest. So, Sie merken, es ist eine sehr, sehr einfache Methode, die aber sehr, sehr viele Leben retten kann. Ja, und bei ganz, ganz vielen Menschen erkennen wir tatsächlich sehr, sehr frühzeitig und retten damit das Leben. Das bedeutet für Sie, also wenn Sie die Möglichkeit haben, lassen Sie diesen Schnelltest machen. Ist natürlich so, wenn Sie das Blut sehen, dann erübrigt sich das. Also da braucht man gar keinen Test oder nichts zur Bestätigung, sondern dann bitte ab sofort zum Arzt. Ich bedanke mich, dass Sie dieses Video angeschaut haben. Bitte teilen Sie es weiter, denn das Thema ist unglaublich wichtig. Also die Vorsorge ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Falls das für Sie interessant war, über ein Like, Daumen nach oben oder Abo würde ich mich sehr freuen. Ihr Dr. Eduard Carsten, danke.